So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil der zweiten wichtigen Teil der Analysis, den Sie im Prinzip alle irgendwie aus der Schule kennen. Differentialrechnung. Ich habe gleich mal dazu geschrieben, lineare Approximation. Das ist aus meiner Sicht eigentlich der wichtigste Aspekt der Differentialrechnung. Sie müssen jetzt nicht ganz große Angst bekommen, wenn Sie das aus der Schule alles nicht mehr so genau wissen, weil wir im Prinzip all diese Dinge nochmal besprechen werden, aber natürlich mit einem anderen Tempo als in der Schule, und gerade so die Übung kann man natürlich nicht dadurch ersetzen, dass man das mal eben in 2 Wochen bespricht. Also, das ist neben dem Integrieren das zweite wichtige Thema der Analysis. Wir werden im nächsten Kapitel sehen, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den Leibniz und Newton herausgefunden haben, dass diese beiden Sachen sehr eng zusammenhängen. Integration und Differentiation sind nicht zwei interessante Techniken, sondern das sind zwei interessante Techniken, die im gewissen Sinne invers zueinander sind, so wie Plus und Minus oder Mal und geteilt invers zueinander sind. Und weil die invers zueinander sind, kann man halt ständig, wenn man das eine machen will, auf das andere zurückgreifen und umgekehrt. Zunächst aber mal sind das scheinbar ganz unterschiedliche Sachen. Und die Differentialrechnung, das, was man da macht, kann man auf sehr viele verschiedene Arten interpretieren. Ich sage Ihnen mal 3 Arten, und wir werden über alle Interpretationen sprechen, weil es am wichtigsten eigentlich ist, dass man versteht, was man da eigentlich tut. Also bevor wir es überhaupt machen, sage ich schon mal, wie man das interpretieren kann. Interpretationen. Eine Möglichkeit, das zu interpretieren, ist, das als Tangentensteigung zu interpretieren, also im Prinzip geometrisch Tangentensteigung. Damit werden wir auch anfangen. Und das ist eine Sichtweise, die, wie bei so vielen Dingen in der Mathematik, eigentlich irgendwie schon die alten Griechen angefangen haben. Und dann auch nach ihnen andere Leute, Fermat und Descartes, haben sich über sowas schon Gedanken gemacht. Aber der eigentliche Umschwung, dass man das dann wirklich wusste, wie man das ganz allgemein benutzt, ist halt, wie gesagt, erst mit Leibniz und Newton gekommen. Eine Sichtweise. Die zweite Sichtweise ist, dass man das als momentane Änderungsrate betrachtet. Das ist eher so eine physikalische Sichtweise. Wenn man einen Unterschied machen will zwischen Leibniz und Newton, dann könnte man ganz grob sagen, Leibniz hat die Ableitung mehr geometrisch gesehen als Tangentensteigung, Newton hat sie mehr als Physiker gesehen als momentane Änderungsrate. Wir werden am Ende des Kapitels nochmal auf unser Autobeispiel zurückkommen und werden uns die umgekehrte Frage stellen. Unsere Frage eben war ja, wenn wir nur ein Tacho haben, wie können wir die zurückgelegte Strecke bestimmen? Und wir werden dann am Ende dieses Kapitels uns vorstellen, wir sitzen im Auto und haben keinen Tacho, können aber immer aus dem Fenster gucken und wissen, wie weit wir gefahren sind. Wie können wir dann die Geschwindigkeit bestimmen? Daran kann man schon sehen, dass diese beiden Sachen irgendwie invers zueinander sind. Das eine kommt jeweils aus dem anderen. Also in dem Sinne, momentane Änderungsrate, physikalische Sichtweise, kann man das Differenzieren auch betrachten. Und die dritte Betrachtungsweise ist das, was ich schon in der Überschrift gesagt habe, lineare Approximation. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich habe das in die Überschrift genommen, weil das aus meiner Sicht für das Verstehen am wichtigsten ist. Man kann das Ableiten oder die Tatsache, dass man eine Funktion ableiten kann, verstehen als diese Funktion verhält sich im infinitesimalen Bereich eigentlich wie eine Gerade. Die ist linear approximierbar, die ist sehr gut linear approximierbar. Diese Sichtweise ist sehr hilfreich, wenn wir dann später über Ableitungen und Integrale in höheren Dimensionen sprechen, weil das dann nicht mehr so leicht hinzuzeichnen ist und auch nicht so richtig klar ist, was denn jetzt eigentlich der Ersatz für sowas wie Steigung sein soll. Wenn Sie sich vorstellen, dass es eigentlich nur darum geht, etwas durch eine möglichst einfache Funktion zu approximieren, nämlich durch eine Gerade in unserem Fall, dann ist auch klar, was das in höheren Dimensionen bedeuten soll. Das werden wir dann auch sehen. Okay, wir fangen aber wie gesagt an mit der Idee der Tangentensteigung. Und eine Tangente ist etwas, von dem die meisten Leute eine intuitive Vorstellung haben, was man aber eigentlich gar nicht so leicht überhaupt definieren kann. Im Prinzip ist es so, dass die genaue Definition davon, was eine Tangente ist, man erst dann hat, wenn man differenzieren kann. Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Aber ich versuche mal intuitiv zu sagen, was mit Tangente gemeint ist. Sie haben irgendwie eine Kurve und Sie möchten, also eine Tangente ist eine Gerade, Sie möchten etwas haben, was in einem bestimmten Punkt diese Kurve gerade so berührt.
Das heißt, sie nehmen sich einen Punkt raus und sagen, in diesem Punkt, den ich da jetzt eingezeichnet habe, möchte ich die Tangente haben. Und wir stellen uns das dann so vor, dass also hier eine Gerade langläuft. Und die soll die Kurve gerade so berühren. Womit eigentlich gemeint ist, dass sie die Kurve in genau einem Punkt berührt. Das möchte man eigentlich. So die klassische Vorstellung, wo man zum ersten Mal von Tangenten hört, ist im Zusammenhang mit Kreisen. Und da funktioniert das wunderbar. Sie können im Kreis an jeden Punkt eine Tangente legen. Und diese Tangente hat immer die Eigenschaft, dass sie den Kreis in genau einem Punkt berührt. Und wenn Sie die so ein bisschen hin und her bewegen, dann berührt sie den Punkt in mehr, dann berührt sie den Kreis in mehr als einem Punkt. Das kann aber für den allgemeinen Fall nicht funktionieren, diese Definition, einfach zu sagen, eine Gerade, die die Kurve nur in einem Punkt berührt, weil Sie zum Beispiel, Sie können sich so eine Kurve hier zeichnen, und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte hier in, sagen wir mal, in dem Punkt die Tangente haben, dann wird die Tangente so laufen und dann berührt sie an dieser Stelle die Kurve nur in einem Punkt, aber sie berührt sie ja hier auch wieder. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, eine Tangente ist eine Gerade, die die Kurve nur in einem Punkt berührt, sondern da muss man das irgendwie spezifizieren und sagen, in unmittelbarer Nähe des Punktes. Was immer das genau bedeutet, da kommen Sie dann schon in begriffliche Schwierigkeiten. Aber ich glaube, es ist immer noch anschaulich irgendwie klar, also in unmittelbarer Nähe. So, und das, was man sich auch vorher noch geometrisch anschaulich überlegen sollte, ist, wann kann ich überhaupt an eine Kurve eine Tangente legen? Haben Sie eine Idee, wie man so eine Kurve zeichnen könnte, an die man keine Tangente legen kann, zumindest in einem Punkt? Wie müsste das aussehen? Ich habe ja jetzt extra Beispiele gezeigt, wo man irgendwie eine Tangente ranlegen kann. Wie müsste denn eine Kurve aussehen, bei der das nicht klar ist? Das ist zum Beispiel eine Kurve zeichnen, die so aussieht, die hier so einen Spike hat. Dann wollen Sie hier eine Tangente hinlegen. Wie soll die Tangente verlaufen? Die könnte so laufen, die könnte so laufen, die könnte so laufen. Das wäre alles irgendwie okay. Ja? Das ist auf jeden Fall eine Kurve, die eine Gerade, die an der Stelle die Funktion nur in einem Punkt schneidet. Aber das würden wir nicht als Tangente betrachten. Tangente ist intuitiv was anderes. Das ist etwas, was sich an der Stelle an die Kurve irgendwie anschmiegt. Das ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. Darum wird es dann offensichtlich auch mal Situationen geben müssen, in denen wir es mit Funktionen zu tun haben, die nicht differenzierbar sind, die keine Tangenten haben. Wollte ich vorher nur schon mal klar machen. Die habe ich jetzt einfach so hingezeichnet, aber es gibt ganz einfache Funktionen, die an bestimmten Stellen nicht differenzierbar sind. Eine, mit der Sie regelmäßig zu tun haben, ist die, die x auf Betrag von x abbildet. Wenn Sie die zeichnen, dann sieht die so aus. Und da unten, an dem einen Punkt, gibt es keine Tangente. Wie soll die aussehen? Ja? Sieht, ist das gleiche wie das, was ich da eben gezeichnet habe, was aussieht wie so ein kleiner Vulkan. Und jetzt zu der Frage, wie berechnet man denn jetzt diese Tangente? Also wir haben eine Funktion, nennen wir die mal f, und wir wählen uns einen Punkt aus, nennen wir den mal x0. Zu diesem Punkt gehört ein Funktionswert, f von x0, und wir wollen die Tangente berechnen, diese hier. Die Tangente ist eine Gerade. Wir haben von der Geraden schon einen Punkt, durch den sie durchgeht, nämlich diesen Punkt mit den Koordinaten x0 und f von x0. Was wir noch brauchen, ist die Steigung. Also, wenn ich sage, wir wollen eine Tangente berechnen, ist die eigentliche Aussage, wir wollen die Steigung der Tangente berechnen. Wir wollen also dieses hier wissen, das Steigungsdreieck. Das interessiert uns eigentlich. Das Verhältnis der senkrechten Seite zur waagerechten Seite. Unsere Frage ist, wie ist die Steigung von diesem Ding? Und die Idee, die die Urväter der Analysis hatten, war die folgende. Ich zeichne vielleicht nochmal ein neues Bild, um das deutlicher zu machen. Hier ist unser Punkt.
wir nehmen uns einen Punkt irgendwo anders auf der Kurve, zum Beispiel den hier, den nenne ich mal x, und der hat auch einen Funktionswert f von x. Und jetzt verbinden wir die beiden Punkte. Das, was ich jetzt bekomme, die Verbindung dieser beiden Punkte, nennt man eine Sekante. Und die Idee ist, dass diese Sekante eine Näherung ist für die Tangente. Also die Sekante hat irgendeine Steigung, die nicht genau die Tangentensteigung sein wird, aber so ähnlich wie die Tangentensteigung sein wird. Der Vorteil der Sekante gegenüber der Tangente, die ich noch nicht kenne, ist, dass ich diese Steigung ausrechnen kann. Ich muss ja nur dieses Steigungsdreieck hier betrachten und muss sagen, was habe ich denn hier für Längen in diesem Dreieck? Diese Länge hier ist f von x minus f von x0 und diese Länge hier unten ist x minus x0. Das heißt, die Steigung dieser grünen Tangente ist einfach f von x minus f von x0 geteilt durch x minus x0. Ganz simpel auszurechnen. Und jetzt können Sie sich sicherlich schon denken, was passiert. Jetzt sagt man, wie schon beim Integral, ich kann diese grobe Näherung, die ich habe, verbessern, wenn ich näher rangehe. Das ist genau wie vorher. Ich nehme also jetzt, ich nehme diesen grünen Punkt und lasse den quasi auf der Kurve auf den roten Punkt zuwandern. Und wenn ich dann zum Beispiel stattdessen diesen grünen Punkt hier nehme, dann bekomme ich eine andere Tangente, die näher an der, Entschuldigung, eine andere Sekante, die näher an der Tangentensteigung dran sein wird, zumindest ist mir das geometrisch anschaulich offensichtlich, als die vorherige. Und dann würden wir mit unseren heutigen Begriffen, für uns heute ist das dann alles ganz einfach, sagen, wir müssen nichts weiter tun als den Grenzwert bilden. Das heißt, wir nehmen diesen Ausdruck, den ich da eben hingeschrieben habe. Dabei ist x0 ein fester Wert. X0 ist die Stelle, an der ich die Tangente haben will. X ist der Wert, den ich auf der Kurve gleiten lasse. Und das heißt, ich will wissen, was passiert im Grenzwert, wenn ich x gegen x0 gehen lasse. Das ist eigentlich erstmal schon alles. Das ist nicht das, nicht die Sichtweise, die man im 17. Jahrhundert hatte und die anschaulich häufig hilfreicher ist, wie ich vorhin schon sagte. Aber das ist die heutige exakte Definition. Über Grenzwerte hatten wir schon gesprochen. Hier haben Sie im Prinzip einfach irgendwas, wo Sie nur in Häkchen einen Grenzwert ausrechnen müssen. Keine Angst, wir werden eigentlich nie diesen Grenzwert wirklich ausrechnen müssen. Aber Sie haben etwas, was Sie klar mathematisch definiert haben. Und jetzt sagen Sie, wenn dieser Grenzwert existiert, der muss ja nicht existieren, aber wenn er existiert, dann sagt man, also wenn der Grenzwert existiert, dann sagt man, f ist an der Stelle x0 differenzierbar. Oder nach unserer Herleitung würden wir sagen, an der Stelle x0 ergibt es einen Sinn, über die Tangentensteigung zu sprechen. Und diese Tangentensteigung ist dann dieser Grenzwert. Und den nennt man dann die Ableitung von f an der Stelle x0. Und da gibt es diverse, also achso, für Ableitung sagt man manchmal auch Differentialquotient, schreibe ich da auch mal hin, ist ein bisschen nobler. Für die Ableitung gibt es diverse Schreibweisen, die man am häufigsten in der Schule benutzt, ist diese hier, f' an der Stelle x0. Das ist die Ableitung, die Lagrange eingeführt hat, eine ganze Zeit, nachdem man damit schon gerechnet hat. In der Praxis wird allerdings häufig eine Schreibweise benutzt oder Variation von einer Schreibweise, die in der Schule eher nicht so drankommt. Das ist nämlich die ursprüngliche Leibniz-Schreibweise. Die werden Sie viel eher in Physikbüchern und so weiter finden.
Da schreibt man sowas wie das hier. Oder man schreibt das auch manchmal so. Oder wenn man es ganz genau machen will, dann schreibt man auch manchmal sowas hier. Das sind alles Variationen von der Leibniz-Schreibweise. Da taucht wieder dieses dx auf, was wir beim Integral schon mal gesehen haben. Und da werden wir gleich noch drüber sprechen. Also dies ist, wenn Sie so wollen, im gewissen Sinne die professionelle Schreibweise. Dies hier ist die, naja, das ist nicht nur die Schulschreibweise, die finden Sie auch in Fachbüchern, aber sie ist dann später häufig nicht mehr so flexibel und hilfreich. Insbesondere hat diese Schreibweise, die Sie wahrscheinlich aus der Schule kennen, von Lagrange den Vorteil, dass man nicht sieht, nach was man differenziert. Das ist dann später mal wichtig, wenn man verschiedene Variablen hat. Bei der linken Schreibweise sieht man, dass man nach x ableitet. Rechts sieht man das nicht. Da muss man sich das irgendwie zusammenreimen, was der Strich oben bedeuten soll.